Heute gibt es mal von mir ein Empfehlungsvideo. Ich möchte sowas in Zukunft häufiger ja, als Videoformat bringen. Es gibt natürlich nicht immer gleich 5 Produkte von der jeweiligen Drogerie. Und das sind wir auch schon. Heute möchte ich euch 5 Produkte von Rossmann vorstellen. Was ich mir darunter vorstelle, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich stelle euch heute 5 Produkte von Rossmann vor, die ich zum Teil auch schon nachgekauft habe, die ich absolut gut finde, die ich unterstützenswert finde und die ich euch natürlich an der Stelle auch empfehlen möchte. Und wir fangen mal mit was sehr günstigem an, 89 Cent, und zwar das seifenfreie Waschstück. Ich mag das total gerne, es ist so ein allgemeiner Geruch von dem Waschstück, aber es trocknet überhaupt nicht aus. Es ist leicht parfümiert, es ist mild parfümiert. Es hat so einen cleanen, sauberen Geruch. Meiner Meinung nach müsste es das nicht haben, ja. Aber guckt euch mal diese Waschstücke an. Die sind meistens super, super günstig. Manchmal tragen sie sogar in den Haaren. Und wenn du wirklich halt Plastik einsparen möchtest, ist das zum Beispiel auch ein Reiniger, den du im Gesicht anwenden könntest, wenn du es verträgst, weil es halt eben auch beduftet ist. Aber mit 5,5 pH-Wert trocknest du deine Haut halt auch nicht aus und das mag ich echt gerne. Also das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal hier und der kann einfach was. Große, dicke Empfehlung. Lasst uns mal über dieses Schätzchen hier sprechen, das Isana Glykolsäure Peeling ist eine richtig gute Sache. Also das empfehle ich immer wieder gerne für Häutchen wie meine, die halt schon sehr geübt sind. Ist es jetzt nicht so grandios. Also was ich gut finde, ist, dass auf dem Produkt beschrieben wird, dass du es vielleicht erstmal wieder runterwaschen sollst, also auftragen, dann nach 10 Minuten, glaube ich, wieder runterwaschen. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr so gemacht, 10 Minuten, genau. Ich lasse es auf dem Gesicht drauf, über Nacht, funktioniert bei mir. Also durch das, dass ich halt regelmäßig Säuren anwende, stört das meine Haut nicht mehr. Es ist halt wirklich wichtig, wenn du Säuren nicht gewöhnt bist, musst du die langsam einschleichen, genauso wie alle anderen Actives auch. Und wer Säuren verwendet, muss Sonnenschutz verwenden. Und für den Anfang ist es ein echt tolles Produkt. Gibt es standardmäßig, Gott sei Dank, inzwischen bei Rossmann. Und da hat sich bei Isana einfach einiges getan. Ich würde sagen, falls du das Produkt noch nicht kennst, losgehen und kaufen. Folgendes Produkt steht für die ganze Linie. Nicht alle Produkte sind mikroplastikfrei. Das ist der Sonnenschutz von Sanozon Med. Und da gab es ja auch ein Produkt fürs Gesicht, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Auch auf der Homepage nicht mehr. Und ja, ich habe das sogar auch vorgestellt als Video, aber dann im Laden festgestellt, so, ups, das Produkt gibt es ja gar nicht mehr im Sortiment. Das funktioniert auch recht gut. Also ich habe das auch auf der Hand aufgetragen und im Gesicht auch schon aufgetragen. Das ist eine gute Sache. Eigentlich das Gleiche, bloß in größer, mehr Produkt. Und auch das pellt sich bei mir nicht ab. Mag es echt gerne. Würde es auch nochmal nachkaufen. Wehe, ihr packt es auch aus dem Sortiment. Da bin ich echt sauer. Aber die Linie, die wird ja beständig bleiben. Ich denke, da wird mal das ein oder andere Produkt ausgetauscht. Und ja, das kannst du halt hier auch am ganzen Körper verwenden. Ist eine gute Sache, wie schon gesagt. Achtet da ein bisschen darauf, Mikroplastik und so weiter. Das muss in solchen Produkten nicht drin sein. Es gibt immer mal wieder so eine Serie, wo das nicht drin ist. Und Sanozon ist eine gute Sache. Und das hat Rossmann richtig gut hinbekommen. Ein absolutes Muss ist dieses Öl hier. Ein absolutes Muss. Also von dem hat man schon so, so viel Gutes gehört. Ich habe bis jetzt immer das von Balea genommen. Das ist unparfümiert. Hier hat es ein paar Duftstoffe drin. Nichtsdestotrotz finde ich das einfach eine tolle Sache. Und auch hier ist eben kein Mikroplastik drin. Und da stütze ich mich mal wirklich auf die vielen, vielen Empfehlungen, die ich von etlichen Leuten gehört habe.
und das möchte ich auch an euch weitergeben, ist eine gute Sache. Diese Öle funktionieren eh gut. Das ist einfach die mildeste Art und Weise, wie du dein Gesicht gereinigt bekommst. Und ja, das Isana Reinigungsöl kostet auch nicht unwahrscheinlich viel. Ne? Also es ist ein paar Euro, ich glaube unter 2,50 hat es sogar gekostet. Bin mir jetzt beim Preis nicht hundertprozentig sicher, aber das dürft ihr euch gerne auch mal angucken. Auch schon sau lange im Sortiment ist das Intensivserum Age Performance. Hat nichts mit Age zu tun. Absolut nicht. Also das ist Marketing und du kannst das auch bei junger Haut anwenden. Es ist nicht mal extrem fettig. Ich liebe sie, ich habe schon eine ganze Flasche leer gemacht und es war für mich kein Thema, dass ich da einfach noch eine Flasche hole. Ist mit, glaube ich, 4,99 € ein bisschen teurer, aber es hat eine sehr auffällige Verpackung, falls du das mal im Laden suchst. Und lass dich da nicht von dieser Age-Sache mitreißen. Das kannst du echt auch mit jüngerer Haut anwenden. Das ist wirklich ein richtig gutes Zeug. Und es ist halt auch nicht parfümiert. Es müssen keine Duftstoffe im Produkt drin sein. Absolut nicht. Ich finde es echt spannend, dass es ab und zu mal so wirklich gute Sachen in der Drogerie gibt, die es sich lohnt, dass man die auch mal mitnimmt. Man muss halt genau hingucken, ne? Und das ist so ein Schätzchen. Das habe ich, wenn ich ehrlich bin, mit Leon mal gesehen in der Story. Und bin dann losgelaufen und hast mir auch geholt. Und ich finde es toll. Es klebt ein bisschen auf meiner Haut, nicht auf jeder Haut lustigerweise. So ein bisschen klebt es auf jeden Fall. Wen das stört, für den ist es vielleicht nichts. Aber ich mag's. Ich finde es toll. Und ich werde es, denke ich, nochmal kaufen. Weil das gibt schon so lange. Die haben an der Formulierung, glaube ich, nichts geändert. Nur an der Verpackung, die ist ein bisschen anders geworden. Also wehe, Rossmann, das ist ein richtig gutes Produkt. Das muss bleiben. Was sind jetzt deine 5 Produkte, die du immer wieder bei Rossmann kaufst? Gerne mal unten in die Kommentare, weil vielleicht hat es da ja irgendwelche Geheimtipps dabei. Also gerne mal ab in die Kommentare. Das kann auch Essen sein. Du kannst auch ein bisschen Essen reinpacken. Wenn das so standardmäßige Sachen aus dem Rossmann sind, gerne unten rein. Bin natürlich interessierter an Kosmetik, da bin ich gespannt, was du so kaufst, weil ich bin nicht so regelmäßig bei Rossmann und kenne auch nicht so die ganz geheimen Sachen so. Also schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und falls du Bock hast, hinterlass ein Abo. Ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!